Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII, das Remake. Ja, wir kommen da nicht zu dieser Materie, aber das macht nichts, weil wenn mich nicht alles täuscht, kommen wir hier später sowieso nochmal hin. Cloud, wir haben keine Zeit. Ja, ja. Bleib mal geschmeidig. Ich will mich ganz gemütlich umgucken. Das sind vielleicht Sachen, die uns gefallen, die wir mitnehmen möchten. Okay, da geht nichts. Was ist hier? Nur eine kaputte Treppe? Nee, hier hat irgendjemand seine Möbel abgestellt. Der Umzug war wohl rapide. Hast recht, durch das Loch dort. Ja, okay. Dann lass uns... Oh! Hä? Was zum? Was sind diese Viecher und warum tun die das? Also das wird hier ja leicht mysteriös. Okay, komme ich dahin? Nee. Da machen sie wieder einen Haken vor. Zumindest muss ich hier keine Fässer wollen. So wie früher anscheinend. Dann einfach rüberlaufen geht, reicht hier. Oder es kommt später. Nimm meine Hand. Wo sind sie? Ah. Dort oben! Hey, alles okay? Ich glaub schon. Oder auch nicht. Wehe, ihr verletzt sie. Dann seid ihr so gut wie erledigt. Jawohl! Wir brauchen sie lebend. Was ist das? Lauf weg! Keine Bewegung! Nicht schießen, habe ich gesagt. Ja, aber... Wenn ich den abtrenne... Okay, die Frage ist, wie? Wie könnte ich ihn abtrennen? Hier ist irgendwas. Dann klettern wir mal. Das geht nur da, wo es so... Wie zuckelig hier. Na komm, beweg dich. Ach, da ist der Weg. Ich habe mich schon gewundert, wie das hier funktionieren soll. Aber jetzt sehe ich's. Und da lang. Na komm, das kriegst du hin. Yes. Okay, wo ist die? Da drüben! Da ist sie. Au! Aus! Aus! Hört er jetzt mal auf? Wo bist du? Da bist du. Okay, ich muss da lang. Ach fuck. Das heißt, ich muss den ganzen Weg zurück. Hört doch mal auf zu schießen! Ihr seht doch, dass ich hier beschäftigt bin. Aus jetzt! Los! Mann. Ihr macht es auch einem echt nicht einfach. Kann man hier an der Stelle sterben? Weiß ich gar nicht. Kann ich hier nicht... Ah, sehr gut. Kein Problem. Los jetzt, weg hier. Ach, jetzt haben wir hier einen anderen Weg, oder was? Ja, ist okay. Los. Schieb das Ding. Na geh, beweg dich. Geht doch. Da ist der Weg. Los, hoch da.
sind aufs Dach geflohen. Ihnen nach? Nee, wir hauen ab. Aber sie entkommen! Ich habe zum Glück genau den richtigen Mann für diese Aufgabe. Aua, 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 aua. Tut das weh? Hier sind auch welche. Hoffentlich greifen sie uns nicht an. Bleib dicht bei mir. Oh, du starker Mann. Trotz allem... Nee, ich kann da nicht wieder runter. Das ist schade. Weil ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass ich vielleicht jetzt schon da nach unten kann, um mir diese Materie zu holen. Aber nee. Na gut, dann wandern wir hier erstmal entlang. Vielleicht finden wir hier noch irgendwelche Kisten mit, keine Ahnung, alten Schätzen oder so. Ich glaube nicht, dass das alles hier Aeris gehört. Ah, so viel zum Thema. Hier gibt's Kisten. Ach, ein Wachmacher. Für den Fall, dass ich mal einschlafen sollte. Perfekt. Genau das brauche ich. Schnell, bevor sie uns einholen. Treten den Rückzug an. Haben wohl aufgegeben. Oh, perfekt. Wait. Hier ist ein Weg. Ah, okay, der Weg bringt nichts. Gut, die zischen ab. Das freut mich sehr. Sind das jetzt weiße Dementoren, wenn ich es mir so angucke? Aber eigentlich nicht, ne? Die sind immer schwarz. Sie sind... einfach verschwunden. Was wollten die nur? Bestimmt... ach, vergiss es. Ich weiß auch nicht. Komm, gehen wir. Vom Dach aus haben wir bestimmt eine bessere Sicht. Da, dort hinten, neben dem Pfeiler, ist der Bahnhof, Cloud. Was ist? Gehen wir? Ja. Komisches erstes Date. Müssen wir hier runter? Scheint so. Wieder zurück in den Slums. Herrlich. Und was hast du jetzt so vor? Fürs Erste beschütze ich dich weiter. Das hatte ich gehofft. Und danach gehe ich in die Slums von Sektor 7 zurück. Kennst du denn den Weg dorthin? Klar. Ach, wirklich? Ja, ich kenne den Weg. Ich bin voll ortskundig und so. Meine Kinderfreundin Tisa. Dieser Typ in dem Anzug vorhin, der gehörte doch zu Shinras Turks. Was wollen die denn von dir? Keine Ahnung. Vielleicht suchen sie Rekruten für Soldat. Sowas machen die Turks doch, oder? Das ist nur ein Teil ihrer Aufgaben. Aber sie sind auch Shinras Leute fürs Grobe. Und schrecken vor Gewalt nicht zurück. Erpressung und versuchte Entführung haben wir ja heute schon gesehen. Zurück zu meiner Frage. Was hat jemand wie du mit so einem Kerl zu schaffen? Sah aus, als kanntet ihr euch. Keine Ahnung. Vielleicht wollen sie ja mich für Soldat rekrutieren? Ah, vergiss es. Das glaube ich hey, nicht, Mädel. Nicht eingeschnappt sein. Aber ich überlege gerade. Ich glaube, das war am Anfang gar nicht... War das Root oder war das Reno in der alten Version? Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Pass auf. Hier wird der Weg enger. Ja, danke. Ja, komm einfach durch mich durch. Ist okay. Wir können zu einem fusionieren. Dann sind wir ein Einheitsblob. Ein Cloud mit Brüsten und langen Haaren. Welcher ein riesengroßes Schwert tragen kann. Und im Hintergrund die Neuauflage von Aeris. Dieser Ausblick. Ehrlich gesagt bin ich heute zum ersten Mal hier oben. Nicht das schlecht. Überrascht mich nicht. Also ich finde das Ganze ja unheimlich spannend. Ja, es ist sehr interessant. Das lässt irgendwann nach. Weil das ganze Spiel so einen ganz anderen Einblick macht. Einblick. Es ist halt was anderes. Es ist gemütlich. Freut mich. Okay, ich gucke immer noch mal ein bisschen gelegentlich hin und her, ob ich nicht irgendwo eine Kiste vergeige. Aber bisher sieht es doch sehr einheitlich aus. Oh Mensch, hier, da ist die Hochgarage für Shinra-Mitarbeiter. Wunderbar. Warte,
Nun warte doch mal. Oh. Ken, hüpf doch. Los, hopp. Na, also. Kannst jetzt ja doch einen doch großen Satz Zeit machen. Vor. Ich komme ja gar nicht hinterher. Und dich soll man für Soldat rekrutieren wollen? Fies bist du auch. Ja. Habe ich mir jahrelang antrainiert. 21 Jahre, um genau zu sein. So, hier haben wir netterweise noch eine Kiste. Mal schauen, was wir hier Schönes drin haben. Wir finden hier einen Äther. Wunderbar. Kann man immer gebrauchen. Oh, alte Schienen. Das ist ja interessant. Als. Wohnt in diesem Viertel eigentlich niemand? Die Häuser sind alle verlassen. Wir stören niemanden. Das ist cool. Als würde das hier früher mal. Oh. Ein fetter Pfeiler. Noch ein fetter Pfeiler. Als würde man hier früher mal irgendwie Bergbau oder irgendwas Nützliches betrieben haben. Was nun mal nicht irgendwie Midgar war. Oh, das hört sich ja eklig an, das Knatschen. Aber da hinten sehen wir den Hauptpfeiler. Wunderbar. Ich finde nebenbei, Midgar wirkt hier noch um. Also wirkt so als Hintergrund noch um einiges massiver und cooler als früher. Ich fand Midgar war eine unglaublich geile Stadt. Also. Die Leiter ist ziemlich alt. Pass auf. Ja, ja. Huch. Vorsicht. Jetzt bleib mal locker, Cloud. So leicht falle ich schon nicht runter. Oh nein. Na los, das schaffst du alleine. Komm, ich glaub an dich. Los, hopp, hopp. Ach ja. Du wirst ganz sicher nicht zu Soldat. Puh, hab ich mich erschrocken. Vielen Dank, Cloud. Sieh mal, der Wall. Einmal wäre ich fast nach draußen gegangen. Hab's am Ende aber doch gelassen. Ist auch viel zu gefährlich. Ich habe gehört, dass die Welt außerhalb von Midgar grün und voller Tiere sein soll. Manchmal frage ich mich, ob ich an so einem Ort überhaupt leben könnte. Vielleicht nicht. Die Slums machen mir nichts aus. Ich lebe sogar gerne hier. In dieser Stadt bin ich zu Hause. Die Leute in den Slums sind so stark. Die lassen sich nicht unterkriegen, obwohl sie allen Grund dazu hätten. Ihr Lebensmut ist richtig ansteckend. Oh. Aber das ist echt interessant, wie die Leute hier einfach so leben können. Tiere, Tauben, Ratten der Lüfte. Ich möchte nicht wissen, was die für Pestizide mit sich tragen bei dem ganzen Dreck hier unten. Aber egal, ich bin nicht hier, um rumzuheulen. Dieses Mal gehe ich aber vor. Ja, okay. Du versuchst sonst nur wieder, mich abzuhängen. Ja, bestimmt. Schaffst du das auch? Mit Links und Fieber. Siehst du? Wozu brauche ich dich eigentlich? Ich gehe einfach vor und lass dich zurück. Hoppla! Weniger reden, mehr konzentrieren. Dann erzähl du doch zur Abwechslung mal was, Cloud. Genau, mach mal. Und mach mal den Geralt. Ne? Gehört nicht zum Job. Langweiler. Beweg dich. Beweg dich doch einfach. Na? Mach mir nicht mehr Arbeit. Nicht stehen bleiben, einfach geradeaus gehen. Siehst du, so einfach geht das. Oh, eine Rutsche. Mädchen. Hat's dir Spaß gemacht? Ist das schon unser Date? Ist das schon unser Date? Sollte man das hier als Date bezeichnen? Ich glaube nicht, oder? Das hat doch nichts mit einem Date zu tun hier. Schaffst du das? Natürlich. Mich schon wieder gerettet.
Mit dir wird es echt nicht langweilig. War das ein Kompliment? Nein. Sarkasmus. Danke. Gewöhn dich besser dran. So, wir haben Eris Gainsborough in... Wir sind jetzt ganz in der Nähe des Bahnhofs von Sektor 5. Komischerweise tummeln sich hier recht viele Ungeheuer. Das ist wahr. Na, sieh mal, wer hier wieder... Aber... Auch wenn wir da runtergehen müssen, wir gehen nochmal zurück zur Kirche. Was besonders cool macht. Ich kenne mich mit diesen Kreaturen einfach nur aus. Richtig. Denn ich möchte immer noch diese Materie. Ich habe die Materie... Cloud, ach, wo willst du hin? Ja, ich habe es verstanden. Du willst die Materie ja nicht, ich will sie aber. Und weil du ja hier der Auftraggeber oder die Auftraggeberin bist, muss ich jetzt hier dein Babysitter spielen. Okay, meinetwegen. Ich hab's ja gesagt. Was? Ach, ist doch nur ein Frosch. Los. Nee. So, jetzt aber. Nicht vergessen, analysieren. Bin mal so frei. So, wirksam ist Eis. Haben wir denn überhaupt Eis? Ach egal, den hacken wir jetzt einfach kaputt und gut ist. Was jetzt hat das denn gerade? Guck doch nicht so selbstgefällig in die Gegend. Also theoretisch müsste Eris schon eine Materie ausgerüstet haben. Und zwar müsste das, drei sogar. Das ist mal cool. Gucken wir uns das nochmal an. Gebet, okay. Frost und Vision. Ermöglicht den Einsatz des Limits zur Vision, kann nur einmal während eines Kampfes eingesetzt werden. Okay. Frost. Okay, das heißt, Eris ist hier mega wichtig. Irgendwie. Hat Cloud Vita eigentlich? Muss mal schauen. Antidot Medica und Analyse. Nee, scheinbar nicht. Das heißt wohl, dass wir... Eris dann, genau. Heilen geben. Auch wenn das nur das normale Vita ist, aber auf die Art und Weise levelt die Materie. Und, dadurch werden die halt eben immer stärker. Was ich ganz gerne noch hätte, wäre die Materia alle, um alle meine Charaktere mit einem Zauber zu beleben, zu heilen. Das ist unglaublich praktisch. Das ist mein Job. Aber für mich gibt's auch was zu tun. Ratte! Oh, das ist eine Wehrratte? Stopp. Lass die Wehrratten in Ruhe. Lass die Wehrratte in Ruhe. Ich glaube nämlich, ich habe Wehrratten noch nicht analysiert. Und deswegen... muss ich die unbedingt machen. So. Bin ich, glaube ich, die letzte Ratte, die letzte Kreatur, die ich noch nicht analysiert habe, die uns bisher über den Weg gelaufen ist. Nicht wirklich aus, da drüben. Oder? Ach, nix. Verglichen mit dir vermutlich nicht. Ich weiß, wo ich trainieren, arbeiten und schlafen kann. Mehr gibt es nicht in meiner Welt. Lass bloß nichts am Image kratzen. Ja. Genau so sieht's aus. Ne? Frauen machen nur Stress. Das kommt sonst nicht gut bei so einem Ego wie Cloud. Also alles im Grün. So, sieht doch gemütlich hier aus. Ein Bahnhof. Das sehe ich selbst. Ein Bahnhof kam aber vorhin in deiner Aufzählung nicht vor. Sehr witzig. Höre ich hier einen Hubschrauber oder was donnert da die ganze Zeit in meinem linken Ohr? Ja, hier ist ein Hubschrauber. Wie konnte das nur passieren? Bleiben Sie ruhig. Ich bitte Sie. Hey, was ist denn jetzt? Trocknalkuchen. Sei ruhig. Nicht so laut. Ganz schön was los. Bestimmt, weil man den Reaktor von hier aus sehen kann. Die? Ich glaube, die sind eher besorgt. Du wolltest wohl auch wissen, was los ist, was? Das ist richtig. Ja, genau. Was ist hier passiert? Gehst du jetzt nach Hause? Weiß ich noch nicht.
Ich bin froh, dass dir nichts passiert ist. Ist ein ganz schönes Stück von der Platte runtergekommen. Wirklich? Ich habe gar nichts bemerkt. Dann hast du aber Glück gehabt. Pass bloß auf dich auf. Sehr cool. Das erklärt natürlich auch, warum hier irgendwo ein Hubschrapp durch die Gegend klettert. Ah, da drüben. Nach oben auf die Platte kommt? Harris ist beschäftigt. So eine Explosion auszulösen. Na gut. Laufen wir hier einfach mal weiter. Sieht so ein bisschen aus wie bei den Slums in Sektor 7 an der Stelle. Oh, hier drüben kann man sich ausruhen. Das ist auch herrlich. Das mache ich doch einfach mal. So. Alle sind wieder wohlmunter erfrischt. Wunderbar. Dann lass uns mal weitergehen. Oh, warte. Bereit zum Ausstieg. Vorbereitung. Fertig. Formation. Und los! Das ist ein Turk. Die geben wohl nicht so schnell auf. Scheint was Wichtiges zu wollen. Von dir oder mir? Wie auch immer. Sie dürfen uns nicht entdecken. Na, dann nehmen wir die Seitenstraßen. Oh. Da gibt's aber Monster. I don't care. Sie sind mir lieber als Shinra. Mit geheimer Spezialsoße. Finde ich genauso. Das war nebenbei gerade Root, von dem ich vorhin schon erzählt habe. Reno und Root sind Big Bros, by the way. Das ist eine von Shinras Müllhalden. Der Ort ist so unheimlich, dass sogar die Slumbewohner einen Bogen drum machen. Das super. Perfekte Versteck also. Deshalb kommt hier niemand vorbei. Mehr Wehrratten. Wo kommen diese Wesen wohl bloß her? Sie konzentrieren sich auf den Schwächsten in einer Gruppe. Echt? Dann will ich jetzt nicht in deiner Haut stecken, Cloud. Wie nett. Okay. Ja, das mit den Wehrratten, ne, würde ich mal ganz stumpf behaupten. Lästig. Wo die herkommt, ist eigentlich schon klar. Yeah. Aus. Böse Viecher. Wo die herkommen, ist natürlich absolut klar. Ich meine, hier liegt überall Dreck rum. Perfekt, um sich zu verstecken. Viel Nahrung. Und habt ihr nicht gesehen? Das ist okay. Dann gehen wir diese Sackgasse mal. Raketen. Und Bauteile. Und das sieht eher aus wie eine Bombe hier. Krass. Aber eine Rakete. Ich will die haben. Kann ich die zusammenbauen und wegfliegen damit? Oh, hier ist sogar das Triebwerk dazu. Sweet. Gebt mir das. Ich brauche das. Ich will das haben. Also diese Geschütze oder diese Geschützmunition hier sollte man nicht einfach so in der Ecke liegen lassen. Die kann man für sehr, sehr viel Kram benutzen. Als Mülltonne zum Beispiel. Oder auch einfach... Wait. Nee. Was ging hier denn bitte ab? Dass hier solche komischen Teile sind. Sehr interessant. Sieht fast so aus, als ob das hier mal so ein Raketentestgelände war oder sowas. Zumindest sieht das hier auch danach aus. Ich dachte, hier liegt ein Flugzeug rum, aber okay. Ist es nicht. Okay, das ist nicht der Weg, den wir gehen wollen. Und das sind auch nicht die Druiden, die wir suchen. Ah, okay. Du kennst dich anscheinend super aus. Ich versuch's mal hier erst nochmal trotzdem hier lang. Okay, ich darf hier nicht lang. Ich hab's verstanden. Was ist hier los? Ah, okay. Wir sind kurz vorm Dorf anscheinend.
Aha, hier ist noch ein Schalter, den können wir runterziehen. Kling! Lässt sich nicht öffnen. Vielleicht kaputt? Hm. Wenn wir dem Weg folgen, sollten wir drum herumlaufen können. Jetzt darf ich hier wieder durch, oder was? Ob man den hier irgendwie bewegen kann? Ah, ja, doch. Wahrscheinlich, wenn wir irgendwie den Bulldozer benutzen könnten. Oder einfach drücken. Also ich hätte eher den Bulldozer genommen. Vielleicht fährt er ja noch. Ja komm, einmal ist noch drin. Oh, es klappt. So, da mal durch hier. Vielleicht gibt es hier irgendwie so einen Schlüssel oder irgendwie sowas. Das hier erinnert mich gerade eben, diese Gänge erinnern mich echt an Final Fantasy 13. Da gab es nämlich auch so eine Stelle, in der man unterwegs ist in so einem Schrottplatz, auf so einem Schrottplatz. Ah, Moment. Sieht mir doch aus, als ob hier gleich Gegner rausjumpen, aus allen Ecken. Aber nee, da ist eine Leiter, die könnten wir hochlaufen. Erstmal lieber ein bisschen gucken, ob wir hier noch irgendwas finden. Nee. Na gut, dann ist es die Leiter. Ach, Gegner. Wenn man... Oh, da war Feuer. Das Feuer ging irgendwie nicht in die Richtung, wie es gehen sollte. Ey, oh, hör auf, mich anzuspucken. War das eine neue Art? Wie kommst du darauf? Weil sie den stärksten von uns angegriffen haben. Okay. Sehr witzig. Hier ist noch irgendwas. Vielleicht finden wir hier irgendwie einen Gegenstand oder sowas. Irgendwas ist noch hier. Sehr interessant. Bin mal gespannt, was da drüben in der Kiste ist. Und wir finden ein Schwarzreif. Doch nichts Interessantes. Kann ich mich hier jetzt einfach fallen lassen? Nee, kann ich nicht. Ich muss darüber hangeln. Und wieder runter. Ah, man kann ja doch schneller die Leitern runter. Indem man einfach den linken Dingens gedrückt hält. Den linken Analogstick. Hätte ich das mal eher gewusst. Das hätte uns manche Leitern gespart. Der Slums. Okay. Ist noch ein gutes Stück. Weil wir einen Umweg gelaufen sind. Bist du etwa müde? Wohl kaum. Ich auch nicht. Aber Hunger habe ich. Was ist mit dir, Cloud? Dir verdirbt wohl nichts die Laune. Sobald wir da sind, gibt's Essen. Keine Zeit, danke. Aber meine Mutter ist eine richtig gute Köchin. Also keine Widerrede. Leg lieber einen Zahn zu, sonst kannst du nur noch meinen Teller sauber lecken. Okay. Ich frage mich echt, wie man dort diese eine Sidequest machen kann. Aber gut. Panzer liegen hier auch rum. Meine Güte, die Slums könnten hier so einen richtigen Aufstand machen, wenn sie das alles mal wieder intakt bekommen könnten. Oder würden. Panzer, Bulldozer, einfach alles. Oh mein Gott. Irgendwo, da ist er. Au. Aber egal, Level up. Hier liegen überall Raketentriebwerke rum. Ich will das... Die könnten hier eigentlich sogar einfach eine dicke Rakete bauen und damit über den, über diesen großen Wall drüber klettern. So, hier sind auch noch irgendwelche Sachen. Moment, wo führt denn das Ding hin? Zu einem Aussichtspunkt. Aha. Mal gucken. Sieht mir ja so aus, als ob es hier gleich wieder großen Ärger geben würde.
und zum Aussichtspunkt. Also ich habe jetzt irgendwie ein bisschen damit gerechnet, dass man hier irgendwelche Schlüssel oder so findet, mit denen man vielleicht dann dieses eine Tor öffnen könnte. Weit gefehlt. Hier ist einfach nichts. Geil. Ja, dann einfach wieder zurück. Ja, toll. Die 20 cm hätte sie jetzt auch nicht mehr runterrutschen brauchen. Bin stolz auf dich, Cloud. So, wo sind wir denn jetzt hier? Da vorne gibt es wieder Gegner. Die kommen gleich rausgesprungen. Das sieht man sofort. Ih, dicke Mecher. Auch cool. So, Mogri-Medaille. Ich will zum Mecher jetzt laufen. Ja, wahrscheinlich dürfen wir die gleich laufen, weil wir hier nicht durchkommen. Moment. Aber hier ist auch nochmal irgendwas. Ja. Verschlossen. Und das direkt vor einer Materie. Na, aber dieses Siegel und das Drumherum kommt mir sehr bekannt vor. Ich glaube, da kommen wir noch hin. Vielleicht nicht unbedingt jetzt. Ah, gedrückt halten. Nice. Offen ist der Spaß. Vorbei am Tor. Okay. Es bewegt sich! Ja, oh, ach, die Viecher. Igitt. Ich hasse die. Die machen Vergiftungen und so. Ja, trotzdem muss ich das Ding erstmal analysieren. Bin mal so frei. So, ich wusste es doch, Blitz ist es. So, Maggi. Einmal Blitz. Knack, knack. Smack. Wie sieht das Ding einfach so? Alles klar. Das explodiert einfach, macht mir selber Schaden. Check. Hab's begriffen. Wenn man die Dinger besiegt hat, sofort weglaufen. Weil der Schaden war ja gar nicht so knapp. Aber wir können mal gucken, ob wir jetzt hier irgendwie was finden, womit wir diese Tür von vorhin Tür aufmachen von können. Hier aus sollten wir sie öffnen können. Ja, perfekt. Das heißt, wir können dann auch endlich nochmal. Muss das wirklich sein? Nee, das ist diesmal was anderes. Das ist dieser Igel-Flo. Einer davon. Es ist vollbracht. So, aber auch hier sind noch viele, viele andere Sachen. Ich glaube, das Ding kann man doch wieder wegschieben oder so. Sag ich doch. Ah, weiter geht's nicht mehr. Doch, es geht doch noch weiter. So, und jetzt? Haben wir jetzt irgendwie so einen Weg freigeschaltet oder so? Nö. Jetzt checke ich nicht, wozu das gut sein sollte. Aber irgendwas ist hier noch. Ah, hier haben wir noch eine... Ah, okay. Das ermöglicht uns den... einen neuen Weg. So, jetzt gehen wir hier hoch. Vielleicht gibt es hier nochmal eine Kiste oder sowas. Haha. Und. Nee, tatsächlich haben wir das Ding gebraucht. Weil wir so hier jetzt drüber kommen. Aber eine neue Kiste gibt es da trotzdem, glaube ich. Oder auch einfach nur ein Weg auf die andere Seite. Ah, hier ist der Schalter. Stimmt, das Tor war ja verschlossen. Vielleicht von der Seite jetzt öffnen. Dankeschön. Perfekt. Sehr geschickt gelöst. Es sind noch 200 Meter bis zum Ziel. Wir haben es geschafft. Brauchst dich nicht zu bedanken.
Ich will nur bezahlt werden. Hm? Meine Gesellschaft ist ja wohl schon genug. Wie? Wie? So, gehen wir mal hier kurz gucken. Oh. Kommen wir hier durch? Nee. Verschlossen. Wie immer sind uns die Türen versperrt, aber das macht nichts. So, wo kommen wir denn jetzt hier an? Sind wir jetzt gleich da, wo wir eigentlich hinwollen? Oder kommen nochmal 50.000 weitere Gegner? Hier sind wir in Sicherheit. Vertrau mir. Vergiss die Turks nicht. Ach ja. Ach ja. Überall plötzlich auftauchen. Bleib wachsam. Wie weit ist es denn noch? Oh, ist noch ein ganz schöner Weg tatsächlich. Oder? Sieht das nur so aus? Ich glaube, das sieht nur so aus. Da kommen wir hin. Aber ein Kampf kommt 100 pro noch. Dort geht's in Richtung Bahnhof. Alles in Ordnung? Ah, okay. An die Slums werde ich mich nie. Dann wollen wir hier mal durchlaufen. Ah, perfekt. Wir sind im Dorf angekommen. Supidubi. Was ist da los? Huh. Hey. Okay, was ist da los? Das gucken wir uns erst in der nächsten Folge an. Haha, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.